Okay, das ist jetzt auf keinen Fall ein Buckelwal, das ist ein Blauwal. Das erkennt man auch an der blauen Farbe. Wow. Wie schön ist es eigentlich? Mit Baby! Oh Gott, mit Baby. Wie schön, wie schön, wie schön. Jetzt schwimmen wir mit ihm mit. Wir sind ganz schön schnell, ne? Und so lang. Oh, ho, ho, ho. Jetzt sind es schon 1, 2, 3, 4.000. Krass. Wo schwimmen wir denn hin jetzt? Da sind noch mega große Schildkröten. Nee! Ich habe gedacht, das sind Schildkröten, aber das sind jetzt hier wieder Wale. Die Buckelwale. Werden wir jetzt eigentlich gefressen? Die fressen doch gar keine Menschen, das wäre doch Quatsch. Wie ich es gerade noch sage, ne? Na, oh, verarscht. Wir werden doch nicht gefressen. Oh, guck mal, wie schön er guckt. Hallo. Ein Auge wie mein Körper, ey. Wie schön ist es. Wo schwimmen wir hin? Blauwale sind ja, oh, jetzt tanzen sie auch noch. Blauwale sind die größten Lebewesen, die je auf der Welt existiert haben. Also auch Dinosaurier sind ein Scheiß gegen Blauwale. Zumindest hat man nie was Größeres gefunden. Oh Gott, wie schön. Wunder, wunderschön. Das war eine einzigartige Choreografie gerade. Oh. Wir sind da vorne, diese ekelhaften Dinger. Diese Bomben. Ich weiß gar nicht, ob ich da so nahe. Es sieht schon bedrohlich aus, finde ich. Oh, es blinkt. Oh Gott. Das klingt gefährlich. Das klingt mega gefährlich. Ja. Dann tauchen wir mal lieber dran vorbei. Ach, da ist ein Ding zum Aufmachen. Da hopsen wir mal kurz hin. Das Hopsen ist natürlich schwer unter Wasser, das muss ich zugeben. Oh. Haie. Ich glaube, hier in der Mitte gehen wir einfach mal durch. Oh, scheiße, 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 scheiße. Das hört sich so bedrohlich an. Oh, da sind solche Squids, solche Tintenfische, die so extrem leuchten. Jetzt haben sie aufgehört zu leuchten. Das finde ich nicht schön. Da macht das wieder. Hallo. Hier sind jetzt gerade wirklich in der Tiefsee, ne? Über uns ist auch nichts, gar nichts. Die Wale haben uns gerade runtergenommen. Oh, guck mal, hier sind irgendwelche Kabel und eine Tür. Hä? Ach so, der ist ganz klein. Der ist nur ganz dicht an der Kamera. Ich habe gerade gedacht, das ist der größte Tintenfisch der Welt. Nee, es ist ein ganz normaler. So, wir müssen mal schauen, wo. Oh Gott, hier sind wirklich hier so unter Wasser. Oder müssen wir erstmal hin? Das sind so Tiefseefische hier auch, ne? Mit diesen leuchtenden Augen. Die haben doch gar keine leuchtenden Augen in Wirklichkeit, oder? Die haben noch so ein Angelorgan. Oh, Urzeitkrebs aus dem Yps-Heft. In etwas größer. Sehr schön. Was ist das da? Lampen? Ach nee, Quatsch, das ist das Kabel. Oh, da müssen wir wahrscheinlich hin. Da geht das eine Kabel auch rein. Oh Gott, das ist ja unfassbar schlimm. Einfach mal durch. So ein bisschen höher vielleicht. So quasi dadurch. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab's geschafft. Yeah! Die sind alle ausgegangen jetzt sofort. Lichtlein. Ja. Aber auf der anderen Seite ist noch so ein Licht. Was machen wir denn dann? Was machen wir denn? Was machen wir dann? Was machen wir da? Was machen wir da? Was, was, was? Was? Wahrscheinlich müssen wir jetzt dem anderen auch noch folgen. Und was seid ihr denn da? Die sehen aus wie Engel. Ich glaube, die gibt's auch. In echt.
Oh, jetzt habe ich mich verirrt. Ah, hier muss ich lang. Hier gibt es gar nicht solche Dinger. Doch, doch, da vorne. Uah. Oh, da vorne ist noch mal was zum Öffnen. Es gibt so wahnsinnig viele hier. Wahrscheinlich, weil hier schon kaum was ist. Oh, die Krabbis, ganz weiße Krabbis, weil kein Licht und so. Was bist du denn? Was bist du denn? Ich glaube, es ist diese eine Schnecke. Ich glaube, die gibt es auch wirklich. Sieht zwar nicht aus wie eine Schnecke, aber sowas kommt hier raus. Ach, Anglerfische. So, jetzt waren wir aber eigentlich auch überall schon, ne? Wir waren so ganz oben, so in Shallow Water und, wir waren auch schon so im mittleren Bereich und jetzt sind wir in der Tiefsee. Es könnte wirklich vorbei sein. Ich meine, was soll da noch kommen? So, ich schwimme jetzt da durch. Na toll, jetzt kriege ich aufs Maul die ganze Zeit, oder was? Ach du Scheiße, weg, 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 weg. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Das ist ja schön, dann können wir das Ding jetzt anmachen, dann fallt ihr alle runter, so, tschüss. Aber was war das denn? Offensichtlich waren die gar nicht so tödlich, oder hätte ich noch mehr Schläge gebraucht, damit ich den Geist aufgebe? Der weiße Hai. Da war er wieder. Wir scheinen dem zu folgen, wirklich, ne? Also es geht definitiv, geht es um diesen weißen Hai. Der ist unser Nemesis, unser weißer Wal. Weißer Hai, weißer Wal. So ein Zufall. Aber so richtig böse war er jetzt auch nicht. Gott, gut, am Anfang hat er uns da dieses Ding zerbissen. Das war scheiße. Das kann er auch noch bezahlen, das ist klar. Ah, hier sind schon noch mehr von diesen Dingern. Oh, fuck. Da ist irgendwas passiert da hinten. Oh nein, das ist doch der weiße Hai. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen ihm helfen. Wir müssen ihm unbedingt helfen. Denn ist er unser Freund, wetten wir? Dann wird er unser Freund sein. Oh Gott, die. Okay, was können wir machen? Okay. Oh, wir sind die stärkste Person der Welt, wenn wir das schaffen. Was? Zappel, zappel, zappel. Yeah, wir haben es geschafft. Und jetzt frisst er uns. Nein, wir sind jetzt Freunde. Da schaut er mit seinen toten Augen liebevoll zurück und verschwindet. Okay, jetzt ist er definitiv unser Freund. Er hätte uns jetzt auf jeden Fall gefressen. Er hätte uns fressen müssen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Also jetzt in der Realität, wenn man den Hai jetzt so behandelt. Pottwale. Also nennt man sie natürlich in Berlin. In anderen Ländern und überall woanders nennt man sie natürlich Topfwale. Ist ja wohl klar. Pottwale heißt es nur in Berlin. Da ist der große Squid übrigens. Von dem ich sprach, auf der Freske. Dort ist er. Das heißt, wir sind wahrscheinlich wirklich durch. Die sind so süß mit ihrer Angel. Das ist auch interessant übrigens, diese Anglerfische. Da sind nämlich nur die Weibchen eigentlich, so wie man sie kennt. Und die Männchen sind so ganz, 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 ganz mini klein. Und jetzt denkt man, ja, so wie bei Spinnen. Wahrscheinlich werden sie mehr Weibchen, die einfach fressen und so. Oh. Aber weit gefehlt. Viel, viel schlimmer. Die Männchen werden Teil des Körpers des Weibchens. Sie werden komplett... werden geboren, müssen dann wie bescheuert nach einem Weibchen suchen und werden dann verschmelzen dann mit dem Körper des Weibchens, wachsen richtig fest und sind dann Teil des Weibchens bis zu ihrem Tod. Wir müssen ab und zu mal so ein Sperma-Paket absondern. Werden auch, oh wie hübsch, werden auch komplett versorgt. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Müssen wir auch sauber machen.
Ist jetzt kein Scheiß. Also das mit dem Anglerfisch, soweit ich weiß, stimmt das ganz amateurhaft so. Die haben eine sehr, sehr große Geschlechterdifferenz. Die Männchen haben es sehr einfach. Müssen halt einfach werden durchgefüttert. So, das war es jetzt eigentlich schon mit dem Level, ne? Mit dem Level. Level. Dem Löffel. Level 3. Nein, das war jetzt schon Level 4. Ich raste aus. Und jetzt? Sind wir jetzt durch? Vielleicht schon? Ich paddel mal hin. Mit Boost. Über dem Quecksilbersee. Unter Wasser. Das ist wie bei SpongeBob, ne? So unter Wasser mit Oberfläche, mit Wasseroberfläche. Das ist dann ungefähr so wie bei SpongeBob, wenn man dann angeln geht, unter Wasser. Das ist komplett logisch, oder? Am besten dann auch noch den Grill anschmeißt, unter Wasser. Und unter Wasser sich eine Flasche Wasser holt. So, jetzt gehen wir mal hier hin. So, wieder Finger rein, dann Herz rausreißen. In den Wobbel stopfen. Mein kleiner Wobbel. Und schon sind wir, ja. Dementsprechend gibt es da schon auch 4 solche großen Dinger. Und die Squids, da sind sie. 4 Stränge ragen in den Himmel und geleiten uns zu Level 5, wenn es das denn gar geben mag. So, es füllt sich alles mit Quecksilber und die Quecksilber-Squids suchen ihr nächstes Opfer. Super schön animiert auch. Wirklich, wirklich schön. Also an der Stelle kann ich jetzt mal sagen, so ja, es ist sehr empfehlenswertes Spiel. Das muss man erlebt haben. Oh, jetzt sind wir echt wieder hier. Okay, es geht definitiv noch weiter. Da unten ist das Tor aufgegangen. Jetzt hängen wir uns mal noch an den Squid. Geht nicht. Man kann sich nicht an Squids... Oh, die Augen! Die Augen! Oh Gott, wie niedlich! Die haben voll die Ghoulie-Eyes. Wie süß! Oh Gott, sind die niedlich. Sind echte Squids auch so süß? Also kurz bevor man sie einen in den Tod reißen, wenn sie so groß sind. Nee, sind eher die Kraken, ne? Der Krake. Ja, ja, klar. Kraken sind ja was anderes. Die haben ja so einen runden Kopf und nicht so einen pfeilförmigen Kopf. So bums gegen die Wand. Oh, da ist ein kleines Loch. Ja, mal rein, ne? Was gibt's Dümmeres? Oh, Geburtsszene. Scheiße. Okay, das ist jetzt riesig. Das ist jetzt viel größer als das, was wir gesehen haben. Und das ist kaputt da unten. Da ist der Hai. Da ist der Hai. Was macht er denn? Jetzt schwimmt er da rein. Und verschwindet im orangenen Schein. So, das Ding ist irgendwie kaputt. Sag mal, ist das vielleicht unser abgestürztes Raumschiff oder sowas? Wir gehören ja scheinbar, so in den Fresken zu urteilen, zu dieser Spezies, die diesen Kram hier gebaut hat oder gefunden hat. Eins von beiden. Ich weiß nicht, ob wir ein Mensch sind. Ich bin da mir nicht mehr so sicher. Ach du Schande, das sind diese blöden Dinger hier. Ist ja widerlich. Ja, schön. Und gleich nochmal. Oh Gott. Ah, ich hab's schon wieder überlebt. Okay, dem weißen Hai hinterher, der scheint irgendwie sehr, sehr questgebend zu sein. Können wir da mal runtertauchen? Ich probiere das mal. Alter. Wow, 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 wow. Wie tief kann ich denn hier runter? Da ist irgendwie so Dreck im Wasser. Wow! Alter, wie groß ist es eigentlich?
Oh nee, jetzt weiß ich, jetzt muss ich wieder hoch. Eine unsichtbare Mauer. So tief darf man leider doch nicht. Aber das ist ja Wahnsinn, dieses Teil. Ich sollte mal lieber in der Mauer recht lang tauchen. Hier so. Ansonsten treffe ich ja wieder auf diese blöden Dinger. Weil wir müssen ja definitiv dem Hai hinterher. Der wartet wahrscheinlich schon so. Wo bleibt er denn? Das ist schon mega unheimlich. Ich fand es wirklich schöner, als es noch anders war, ne? So mit... Ja, mit den bunten Pflanzen und Fischschwärmen und so. Das war geiler. Und mit geil meine ich schön. Oh, jetzt komme ich da nicht rein. Weil ich blöd bin. So.